Nach dem Finale von Bauer sucht Frau international haben Johannes und Flo ihre Liebe geheim halten müssen. Immerhin durften sie sich nicht vor der TV-Ausstrahlung zeigen. In der Zwischenzeit hat sich bei dem Paar einiges getan. Mit dem Höhepunkt von Bauer sucht Frau international steht nun auch endlich fest, für welche Bauern es ein Happy End gibt und wer weiterhin auf der Suche nach dem großen Glück ist. Nachdem es bei Johannes und Flo erstmals im Whirlpool gefunkt hatte und es den ersten Kuss gab, schweben sie auf Wolke 7. Wer kann es ihnen verübeln? Bauer sucht Frau international, ist Flo schon zu Johannes gezogen. Auch nach der Sendung ist Johannes glücklich mit seiner Entscheidung und die Chemie zwischen ihnen scheint einfach zu passen. Schon nach nur 4 Monaten ist Flo zu Jannes nach Österreich gezogen. Darüber hinaus hat dieser einen neuen Arbeitsplatz in Wien gefunden, sodass dem Glück nichts im Wege steht. Bauer sucht Frau international, das sind ihre Pläne für die Zukunft. Nachdem sie ihre Beziehung bis zur Ausstrahlung des Finales geheim halten mussten, sind sie froh, sich nun auch in der Öffentlichkeit als Paar zu zeigen. Die Heimlichtuerei sei am Anfang gar nicht so einfach gewesen, verriet Johannes bei Instagram. Denn sie durften sich auf keinen Fall zusammen sehen lassen und das, obwohl Johannes in seiner Heimat kein Unbekannter ist. Umso mehr können sie jetzt aufatmen. Mal schauen, was die beiden noch für uns bereithalten, denn für sie steht fest, dass Kinder auch eine Rolle in ihrem Leben spielen könnten. Bauer sucht Frau international, abgeschriebener Kandidat äußert sich. Der Anwärter Florian hatte es nicht geschafft, das Herz des Bauern zu erobern. Nun äußert er sich auf Instagram zu dem Gefühl, die beiden zusammen sehen zu müssen. Er schaue die Sendung trotzdem gerne und habe auch bei der Entscheidung gesagt, dass Johannes alles richtig gemacht habe. In ihrem Fall habe es einfach nicht gereicht, dass daraus etwas Gefühlsmäßiges hätte entstehen können. Dennoch sagt Florian, Johannes ist ein interessanter Mann, den ich gerne weiter kennengelernt hätte.